mit Green Arrow müssen wir jetzt hier sozusagen den Gegner hier ein bisschen betakeln, damit er nicht zu nah kommt. Mal sehen. Zack, jetzt haben wir den zurückgedrängt. Au, 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 au. Okay, das ist ein Penner. Er versucht natürlich hier... Na, treffen wir ihn noch? Ja, jetzt haben wir ihn noch ein bisschen zurückgedrängt. Wenn ihr euch natürlich wundert, dass ich die Musik ausgeschaltet habe, dann liegt es daran wegen die Drittanbieterrechte und bla bla bla. Ich will damit keinen Ärger kriegen und Randy verletzt Feimann. Aber das Ganze ist ja auch nicht so schlimm und wir werden jetzt hier ihn richtig schön vermöbeln. Unser Gegner heißt Salomon Crady oder Crowny, wie er heißt. Und wir werden mal gucken hier, ob wir hier ihn schön bearbeiten können. Au, jetzt hat er mir einen reingedröschelt. Jetzt greift er hier. Green Arrow ist ja ein Charakter, den wir, oder den ich speziell nur aus der Serie Superman kenne. War eine nette Attacke gerade. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Green Arrow, den Helden, sozusagen kennt. Ich kenne ihn nur aus der Serie von Superman. Da ist er im Prinzip eigentlich nur ein ganz normaler Mensch, der sich halt... Oh, jetzt hat er mich aber hier quer durch die Botanik gedonnert. Wow. Wahnsinn. Jetzt reicht's mir. Jetzt werden wir ihn ein bisschen einheizen hier. Nein, er greift auch noch. Nein. Da kenne ich ihn sozusagen eigentlich nur als normalen Menschen, der sich für das Gute so ein bisschen einsetzt. Der gegen das Böse sozusagen kämpft. So, ich hoffe... Na, wir haben ihn jetzt hier ein bisschen... Fall hin, Sack! Und noch ein drauf. Nein, er macht mir Kopfnuss. Ja, da kenne ich ihn wohl bloß her. Also ich habe ihn noch nicht in irgendwelchen Comics mal gesehen. Vielleicht doch gesehen oder ist mir nie aufgefallen. Aber von daher, naja. Glückwunsch, ihr habt 27 Level erreicht. Offenbar wirkt diese Unzerstörbar-Pille. Ja. Da ist Wonder Woman und Green Lantern und Arrow. Lantern, Grand Slam. Hinter dir, bäh, mit einem Schläger wegkatapultiert. Viel Spaß, Kinder, und nicht auf die Straße laufen. Nicht auf die Straße laufen, finde ich gut. Ja, diese Tussi, die hat da Frostfähigkeiten. Oh, 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 oh. Wir müssen uns jetzt wohl oder übel um die gute... Das war nicht sehr nett, Snowflake. Ah, Snowfee. Und wir müssen uns jetzt um die Snowfee kümmern und ihr ein bisschen paar Manieren beibringen, damit sie weiß, wo der Frosch die Locken hat. So. Aber... Ich verwechsel das immer noch ein bisschen hier. So. Nimm das hier, setz dich hin, wenn du nicht mehr stehen kannst. Aua, die Alte hat es ein bisschen in sich. So. Ein bisschen bearbeiten hier. Au, 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 au. Alter. Die Alte, die hat es... aber auch so ein bisschen in sich. Das ist gut. Nimm das. Nimm ein paar Pfeile. Ja, ja. Aua. Da spießt sie mich gerade so ein bisschen auf, die Alte. Erinnert mich so ein bisschen an Frost hier, die Snowfee. Killerin Frost, siehst du? Das sagt ja auch schon der Name. Das können wir genauso. Zack. Bloß, dass unsere Fähigkeit getroffen hat, meine Gute. So, wir haben die gleich erledigt. Indem wir erstmal noch ein Klavier um die Ohren hauen. Ich dachte, das würde mich aufwärmen. Habe ich was verpasst? Alles cool? Nö, nö. Wie geht's? Alles geregelt.
Schwerelos. Im Orbit. Du hast doch nicht... Grundy ist ein Zombie. Ihm geht's gut. Also dann los. Bald wird Superman wissen, dass wir hier sind. Du brauchst also eine Art Scanner, um diese Duplikate zu identifizieren? Ganz genau. Das sind einige Daten des Batman-Duplikats, die ich auf Strikers Island aufbewahre. Das ist hilfreich. Es wird aber noch ein paar Wochen dauern. Du findest das schon heraus. Wie immer. Schön, dass ich helfen kann. Kein Abendessen? Stefan hat eine neue Lieferung des Kansas-Rindfleischs bekommen. Beim nächsten Mal. Diese Duplikate. Denkst du, dass es dort auch eine Lois gibt? Es gab nur eine Lois. Ich trau den Lex irgendwie nicht. Unsere Werthöhle zumindest. Das sollte interessant sein. Wie hast du das hier drin nur für Superman verborgen? Offensichtlich ging er sehr gründlich vor. Die Betthöhle. Die Wände der Höhle sind mit Bleipolymer abgedichtet. Er konnte es nicht finden. Klingt umweltverträglich. Ihr habt euch wirklich Mühe gegeben, zwischen dem hier und der DNS. Die Entscheidung, Superman zu neutralisieren, konnte ich nicht allein treffen. Also verbarg ich die Waffe in einem Gewölbe, das nur mit DNS-Proben von Supermans engsten Verbündeten geöffnet werden kann. Unseren Gegenstücken. Dadurch, dass Green Arrow tot ist und die anderen Supermans Wahnsinn unterstützen, brauchte ich euch, eure DNS. Es ist dahinter. Lantern. Das ich will auch so drehen. Ein Stein. Du willst einen Stein auf Superman werfen. Aha. Was passiert denn jetzt da? Eine verborgene Kammer. Nicht, dass sich dahinter Kryptonit verbirgt, wenn sie damit Superman aufhalten wollen, weil jeder weiß ja, dass Superman auf den Scanner anfällig ist gegen Kryptonit. Gell? Computer, Scan beginnen. Das war's. Los. Also doch. Du. Eine Unachtsamkeit und du hast ein Problem. Wer ist er denn? Unser Green Arrow war genauso arrogant. Und fast genauso gut aussehend. Oh, fast genauso gut. So, wir müssen jetzt gegen die böse Wonder Woman kämpfen hier. Oder besser gesagt gegen die Wonder Woman in dieser Zeit. So. Auch geil. Du bist fast genauso eingebildet wie unser Green Island. Unser Green Arrow. Komm doch mal her hier. Zack, kriegst du eine reingeschrotet. Zack. Noch eine. Ja, stehst du auf? Ja, kriegst du noch eine. Los, komm. Ein paar Pfeile in den Knie. Okay. Genug umhergespielt. Jetzt werden wir mal ein bisschen auer. Sie macht jetzt auch ernst. Ja. Au, 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 au. Ja. Ich merke das schon. Zack, und dann kriegst du noch eine eingeschrotet. Oh, ich hab's eingefroren. Das finde ich ja cool.
Das ist für dich. So. Au. Da hat sie mich getroffen. So, jetzt zum Schluss wollen wir noch mal eine Special-Attacke machen. Und ich denke mal, dann dürfte sie erledigt sein. Yeah. Supi. Das ist ja gut gelaufen. Ach, noch etwas. Unsere Wonder Woman ist viel hübscher. Ja, da gebe ich dir recht. So, wer er ist, weiß ich jetzt gar nicht. Arthur. Er hat einen Blitz an der Seite drauf. Das reicht, Adam. Das war's. Adam? Wer ist denn Adam? Du vermutest zu viel. Auf jeden Fall hat er Blitzfähigkeiten. Was hätte ich kommen sehen müssen? Wenn ich mit dir fertig bin, bleibt von dir nichts übrig. Alter, jetzt müssen wir gegen ihn antreten. Jetzt müssen wir ihn den Arsch holen. Ach, Black Adam. Der Charakter sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Vielleicht wisst ihr ja, wer das ist. Dann könnt ihr mir das ja gerne mal mitteilen. Würde mich echt mal so ein bisschen interessieren. Weil einige Charaktere kenne ich hier ehrlich gesagt gar nicht. Oder Bösewichte, je nachdem. Ich weiß nicht, ob er ein guter war oder ein Bösewicht ist. Der Name Black Adam, der sagt mir absolut überhaupt nichts. So, wenn wir ihn mal ein bisschen... Aber auf jeden Fall geht er ganz schön gut ab mit seinen Blitze. Also da muss ich mich ein bisschen ins Zeug legen, wenn ich den besiegen will. So. Ein bisschen Special Attack. Ich hoffe, dass wir... Ich hoffe, dass wir ihn erledigt kriegen, bevor er hier seine Special Attack einsetzt. Au, siehst du, genau das meine ich nämlich. Au. 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 Mann, das gibt doch Beulen. Alter. Ja, ich glaube mir auch, dass ich nicht ebenwürdig bin. Oh, ich wollte ihn gerade greifen. Aber Hilfe, Hilfe. So, aber ich glaube, wir haben ihn erledigt. Gut. Gott sei Dank. Ho. Und mit Sparky sind es vier. Was? Auch mit Sparky sind es vier? Okay. Mist. Kann man sie reparieren? Das Kryptonit ist intakt, aber der optische Resonator kann nicht repariert werden. Selbst mit Luthor haben wir nicht genügend Mittel, um einen neuen zu bauen. Dann benötigen wir wohl Hilfe. Cyborg 06. Absolut bereit. Das System ist online. So, das sind natürlich hier wieder unsere richtigen Helden hier. Bist du bereit? Ja, bin soweit. Mit unserem Flash, der jetzt Gummi gibt, um den Regator da irgendwie oder irgendwie dieses Gerät dazu zum Laufen zu kriegen. Also gut, dann wollen wir mal. Aha. Wollen die da jetzt im Wurmloch irgendwie? Die Plattform sollte ihre Signaturen erkennen und sie zurückholen. Ah, alles klar. Ich hab's, ich vibriere auf der richtigen Frequenz. Wie läuft's? Eindämmungsfeld oben, aber die Stufen schlagen aus. Cyborg, abschalten! Okay, alles unter Kontrolle. Zack, und schon ist der Cyborg weg. Nee, ne? Jetzt ist er auch in diese andere Parallelwelt gelandet. Na wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich mir auf die Schulter klopfen oder in den Hintern treten. Es könnte ein bisschen wehtun, wenn du dir selbst in den Hintern trittst. Das Chaos, das ihr hervorrufen, ist nützlich. Wir brauchen...